Diese jungen Ingenieurinnen bewegen etwas mit ihrer Forschung. Silvia Budai und Despo Inan Petussi beschäftigten sich in ihren Doktorarbeiten mit Themen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft haben. Dafür bekamen sie jetzt den Bertha-Benz-Preis verliehen, der nach der Ehefrau von Karl Benz benannt ist. Bertha Benz ist sozusagen die Mutter in Anführungsstrichen, weil sie ja mit ihrer berühmten Fahrt damals mit ihren Söhnen sozusagen den Marketing-Effekt für ihren Mann organisiert hat, dass dieses Fahrzeug und die Idee des Autos in die Öffentlichkeit getragen worden ist. Und diese Tour ist heute als Bertha Benz Memorial Route bekannt. Von Mannheim über Wiesloch bis nach Pforzheim und wieder zurück. Mit dieser Fahrt wurde Bertha Benz zu einer Pionierin unserer Region. Der nach ihr benannte Preis soll junge Frauen motivieren, in technischen Bereichen Fuß zu fassen. Das ist ein unglaublich spannendes und faszinierendes Berufsfeld für mich. Die Welt der Mathematik, Physik und Naturwissenschaften. Etwas zu schaffen, das nützlich für die Gesellschaft ist und die Welt verändert. Genau das hat Despo Inan Petussi geschafft. Durch ihre Forschung könnte in der Zukunft die Übertragung von Daten deutlich schneller ablaufen. Auch Silvia Budai hat mit ihrer Dissertation etwas erreicht. Sie untersucht die mechanischen Aspekte der menschlichen Gehirnentwicklung. Die Entscheidung, in einem ingenieurwissenschaftlichen Bereich zu arbeiten, bereut sie nicht. Die MINT-Fächer sind so unglaublich vielseitig. Man kann wirklich seiner Leidenschaft folgen. Und ich würde jeder Schülerin, die sich's überlegt, sagen, definitiv. MINT, das sind Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Auch heute arbeiten überwiegend Männer in diesen Bereichen. Der Bertha-Benz-Preis soll junge Frauen motivieren, sich in diesen noch typischen Männerberufen zu etablieren. Durch solche Preise werden Vorbilder geschaffen, dass Frauen tolle Forschung machen können, dass sie sich engagieren, dass sie vom Technischen, wenn sie motiviert sind, genauso viel Ahnung haben wie die Männer. Genau wie Silvia Budai und Despo Inan Petussi. Den Preis von 10.000 Euro haben sich beide mit ihren Forschungserfolgen mehr als verdient.